Lieber Stier, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich, die Liebe. Schauen wir uns an, welche Sommerliebe auf dich zukommen möchte, wie es sich entwickelt, wer diese Person ist. Zu diesem Video gibt es selbstverständlich eine Extended-Version. Diese findest du hier unten in der Infobox. Bitte drück auf den Link, du wirst automatisch weitergeleitet. Freuen wir uns drauf, welche Sommerliebe auf dich zukommt. Ob sie bleiben wird? Der Stier. Es kam als erstes die Botschaft, es ist eine Person, die du noch nie vorher gesehen hast, eine ganz neue Person. Du, während du hineingehst in den Sommer, wirst bemerken, dass du verlernt hast zu träumen, schon fast keine Hoffnung mehr hast, auf das du dich neu verlieben könntest. Denn du hältst fest an einem ganz bestimmten Schmerz, der dir, sagen wir, das Gefühl des Ungeliebtseins eingetrichtert hat, sagen sie. Gut möglich, dass du einem Wasserzeichen begegnest. Fische, Krebs, Skorpion. Du würdest so gerne jemandem dein Herz öffnen, dein Herz schenken. Doch, wie du siehst, lieber Stier, erst musst du die Wunde heilen. Aber der Sommer, er steht vor der Tür. Und ich denke, du wirst beschließen, erst Aufräumarbeit zu leisten, Innenschau abzuhalten, um dann ganz klare Worte auszusprechen. Ein Luftzeichen. Wassermann, Zwilling, Waage, welches auftaucht und wieder ins Nichts zurückgeht. Du wirst dir denken, wer ist diese Person, wenn du sie zum ersten Mal sehen wirst? Diese Person, egal ob männlich oder weiblich, wir kommen zur Personenbeschreibung. Sie hat dunkelblonde bis hellbraune Haare. Falls es ein Mann ist, also du eine Frau bist, oder auch wenn es gleichgeschlechtlich ist, je nachdem. Der Mann ist hier ganz kurz rasiert und trägt ein Manbelt. Hat ein sehr sinnliches Gesicht, trotzdem markant, große Augen, helle Augenfarbe, Körpergröße, sie sagen 1,74 bis 1,84. Merkmal, eine
13 bis 20 cm lange Narbe am Knie, und zwar am rechten Knie außen. Betreibt Kampfsport oder hat Kampfsport betrieben. Die Frau dagegen hellblonde bis dunkelblonde Haarfarbe. Zentimeter. Irgendein ein Interesse, ein Thema, was mit der Jagd zu tun hat. Eine sehr quirlige und lebendige Person mit einem sehr tiefen Blick kann manchmal zu wie kann ich dir sagen, zu hektisch wirken, weil diese Person wahnsinnig viel Power hat und sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig macht, sich für sehr viele Dinge interessiert. Von Berufswegen höre ich im Pflegedienst, gut möglich eine Krankenschwester oder eine Ärztin. Sie sagen, die Frau ist so faszinierend, dass, falls du ein Mann bist, immer mit offenem Mund diese Frau ansiehst und immer wieder erstaunt bist. Ausschlaggebend beim weiblichen Part eine Tätowierung am linken Oberarm, über den ganzen linken Oberarm. Ihr werdet euch sehen und vorerst kurzzeitig aus den Augen verlieren. Ob ihr euch wieder seht, wann und wo und vor allem, was daraus wird, das schauen wir uns im Extended an. Bis gleich. Ciao.